Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Digimon World 3 für die PS1. Im letzten Part sind wir hier angekommen, haben den Officer-Typen vollgequatscht. Irgendwie so war das. Destromon soll jetzt wohl aufgehalten werden. Und ich habe noch einmal schlechte Nachrichten für euch. Denn die ersten, ich glaube, 8 Minuten oder 9 Minuten dieses Parts sind nicht live zum Spiel aufgenommen. Aber gucken wir erstmal einen kleinen Film. So, und da sind wir auch schon wieder. Und zwar habe ich extra noch vorher geguckt. Nimmt denn der mein Mikro gerade auf? Hat er getan? Ich will den ganzen Scheiß zusammenschneiden. Merke aber, ach Mensch, grüß dich Knöll. Die erste Viertelstunde ist ja nur der Spielesound. Super, denke ich mir da. Aber ich habe Folgendes beschlossen. Ein wenig Arbeit später, und ich habe jetzt in diesem Part noch die Oinkmons zurückverwandelt. Sorry, aber heute ist Bergfest. Deswegen, da kann man auch mal, da muss man mal, und da hat man, und da hat man ja auch mal. Und die seht ihr jetzt. Und nach dieser Oinkmon-Quest, wenn die zurückverwandelt sind, ich habe alles ein bisschen weggeschnitten. Ich war noch an ein paar anderen Orten, zum Beispiel in Amaterasu City, in dem, wie heißt das, Schwarzmarkt. Da gibt es ein paar geile Items, diese ganzen Chips, also HP-Chip, nicht von Chio oder so, HP, MP, Geist, was weiß ich nicht alles. Kann man sich da erwerben. Und das seht ihr jetzt. Also es ist ein wenig zusammengeschnitten. Dauert jetzt noch, weiß ich nicht, 5 Minuten oder sowas. Ist die ganze Quest. Und danach kämpfen wir mit Karten in Asuka. Und werden da versuchen, der Champion zu werden. Aber das seht ihr dann nach... Ah, jetzt vielleicht noch 4 Minuten, 4 oder 4,5, weiß es nicht genau. Deshalb tut's mir leid, das hat den Part jetzt ungefähr 10 Minuten kürzer gemacht, als er eigentlich wäre. Ich bin froh aber, dass wenigstens noch gut die Hälfte mit Mikro aufgenommen ist. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ach ja, und es könnte etwas dauern, bis der nächste Part kommt, denn ich muss jetzt... Oder ich trainiere jetzt Monmon und Kumamon auf 45. Es kann noch ein bisschen dauern für die epischen Waffen. Deshalb etwas Geduld. Aber ja, denn überlasse ich an meinen Vergangenheitsknüll, der später denn bei diesem Let's Play wieder live dabei gewesen ist. Und verabschiede mich hier aus der Zukunft. Für die Vergangenheit entschuldige ich mich. Jo, bis dahin, Jungs. Bis zum nächsten Part. Ich freue mich. Ihr freut euch hoffentlich auch. Tschüss.
So, ich bin ein bisschen drin, da habe ich diesen Typen gefunden, Kongumon, Shaka, Shaka, Shaka. Und zwar, oh, du hast Kristallstab und Glitzer. Okay, daraus mache ich dir etwas Großartiges. Warte eine Sekunde, sieh her, das ist makellos. Du hast Glück, ich beneide dich. Ach, die Attacke heißt makellos, okay. Ja, Waffe. Und zwar ist die für Renamon. Und den Glitzer, diesen Kristallstab gibt's in dieser Nordsektorstadt. Und ist wichtig für die epische Waffe. Und da werden wir jetzt auch nochmal für die epische Waffe weitermachen. Und zwar muss man danach zu Metall-Etemon im Kulon-Bergwerk, ist egal auf welchem Server. Und dann kann man, also mit der 30.000er Waffe aus Amaterasu City, diese denn fusionieren. Ja, der macht das einfach für einen. Hä, der macht das für einen. So, oh, Jungs. Und Mädels, falls welche da draußen sind, die das hier gucken. Ich weiß nicht warum. Aber, naja. Also jetzt nicht, dass sich Mädchen nicht für Digimon interessieren können, aber warum sie so ein Vollassi wie mir zuhören sollten dabei, das weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. So, gehen wir hier. Hey, ich bin ein genialer Waffenschmied. Ihr Typen habt keinen Geschmack. Kommt wieder, wenn ihr was... Hä? Ist das noch gar nicht die... Jetzt. Ist das so? Man muss das in Reihenfolge machen auch noch. Okay. Dann sehen wir uns in Asuka, auf dem Asuka Server wieder. Und zwar machen wir da ein paar kleine Kartenkämpfe. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Aber das seht ihr auch in ungefähr 2 Sekunden. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon angekommen auf Party Island. So ungefähr. Ich habe mein Kartendeck etwas gemacht. Ha, ein Duell mit mir. Also dann, auf geht's. Oh ja, die Mucke ist schon. Weißer Asuka Master. Ein Scheißegal. Ja, Gegner fängt an, lass ihn doch. Hm, das sieht nicht schlecht aus. Er macht schon mal gar nichts. Erstmal schmeißen wir 5 Karten von seinem Deck. Aktivieren wir den guten alten Nadelwurm. Angemon. Tortomon. Gut. Haben wir seine stärksten Karten schon mal entfernt. So, die beiden aufs Feld. Ja, das ist... Ah, doch, er kriegt... Gatumon. Ist das, glaube ich. Und ein 10er, nicht schlecht. Machen wir, wa? Ja. So. Obwohl, alle brauche ich ja nicht aktivieren. Ja, ja. Ach, das sind beide Stile. Schade, nicht. Leider keine Angemon. Wäre besser. Naja. Oh, Kampf starten. Er kriegt... Ja, Angewoman. Womon. Ja, bringt ihm nichts. Ach, das ist lächerlich. Lächerlich. Bing, bing. Best of Three ist das natürlich hier immer. Wir hatten ja schon ein paar Kartenkämpfe. Am Anfang noch. Bis meine Karten zu schlecht wurden. Yeah! Jetzt können wir erstmal das halbe Deck ziehen. Das ist Topf der Gier. Ja, hier ist es ja nicht verboten. Hier kannst du sogar viermal ins Deck packen. Jetzt wird's
Irgendwelche Slowdowns wieder. Die? Sind alle gut. Lege eine ab. Mal gucken. Ah, wir können die sogar richtig angucken. Was ist ihr hier? Patermon. Ja. Eigentlich scheißegal. Ja. Abgezogen. Ja, Programmkarte. Ich speichere mal lieber. Ich weiß nämlich nicht. So. Okay. Oh, wird der richtig zerstörte Typ. Ah, stimmt, ich habe ja gesehen, was der hat. Nee, eigentlich nicht. Winzig? Dem, ja. Monster Emon, ja. Nee. Was kann ich? Ach so. Ach, da ist ja, stimmt, die letzte da, ne? So. Was? Nehmen wir uns nochmal dem... Ach, geht wahrscheinlich auch so rum. Geht es natürlich nicht! Nee. Mann! So, Monster Emon. Ja, das sollte... Hm. Na, ach, Quatsch, ich brauche jetzt nicht... Ich muss doch mal fertig werden. Ja, Greymon. Oh, das... Ja, alle aufs Feld. Ah, das sieht nicht gut aus. Ja, ausgerüstet werden die noch. Sind wir jetzt nämlich in der Main Phase. Kurz vor der Battle Phase. Ja, Rin. Ja, ja, das Bonus kriegt das auch. Das ist richtig. Das war ja bei ihm vorhin auch. Wo er seine Verteidigung um 10 erhöht hat. Ja, ja, ist doch. BK King Numemon. Ah, knapp drüber. Nur 200 Herz. Nee. Ja, ja. Nee, die anderen schneide ich raus. Ja, den King mache ich noch. Ja, diesen gut. Ja. Gut. Hier sind jetzt irgendwie 4-5 Kämpfe oder sowas. Und wir sehen uns beim Finalkampf wieder. Denn der Rest sollte eigentlich relativ unspektakulär werden. Gut. Denn, kleinen Schnitt. Schnell verloren. Werden die anderen nämlich verlieren, werden die auch. Ich lieg nie mehr. Ja, 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 ja. Gut, bis gleich. Jo, ich bin gerade in einem Kampf. Seht ihr diesen Rechtschreibfehler? Lege in der Sammelphase Goamon. Heißt Goamon. Also, ich weiß ja nicht, welche Lauchgestalt sie das übersetzt haben lassen. Wollte ich nur mal sagen, ein kleines Easter Egg, ungewollt. Ja, und wir sind gleich beim König. Ah, das seht ihr gleich. Man muss auch einfach mal ein bisschen die Musik genießen oder was. Also ich habe das Gefühl, da ist hier der Champ. Irgendwas sagt mir das. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas. Irgendwie. King Divermon, du willst mit mir kämpfen? Wollen wir gucken, ne? Level 30? In Ordnung. Warte mal gucken, was der hat. Ah, sieht nach gewonnen aus.
Lege ein braunes Digimon. Oh. Monzaemon ist weg. Spielen wir halt einfach Greymon. Ich denke, das reicht trotzdem. Ja. Alle safe. Ah, der aktiviert gar nichts. Ah, vielleicht kommt der nochmal was. Angemon, nimm dir... Ja, Greymon würde mir ganz gut passen, denke ich. Und schon hat sich das Blatt die Wende... Ah, natürlich. Ja, das ist doch gar kein Problem. Sowas haben wir auch. Nur doppelt so gut. Nicht so schlimm. Na, kommt jetzt noch was von ihm? Ich glaube nicht, ne? Nee, brauche ich auch nicht aktivieren. Nee. Ja, und das ist die erste Runde für uns. Nee, das kann ich mir ersparen. Wie ist denn das, wenn beide auf Null gehen? Ach so, natürlich gewinnt der Gegner dann. Ah, okay. Das ist ja nett. So, erstmal benutzen wir drei Karten. Nee, warum, ne? Erstmal das und dann noch eine abziehen. Ja. So, erstmal legen wir was ab. Greymon ist ganz... Ja, doch, Greymon, den nehmen wir... Das behalten wir. Machen wir halt jetzt. Ja, ja, doch. Und noch Greymon. Und dann wollen wir mal gucken, was der... Aha. Aha. Ah, Topf der Gier wirft er weg. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich eigentlich behalten. An seiner Stelle. So, was hat er denn noch übrig? Lege eine gerade gezogene... Ja. Kann er nicht benutzen. Naja, nee, das ist so eine Konterkarte gegen so eine Braun-PG-Karte mit Topf der Gier und so. Ja, aber... Ja, ach. Haut schon hin. Ja. Hä? Wieso kann ich nichts machen? Ach so, geht ja auch erst im Monster beschwören. Stimmt. Ja, wird alles aktiviert hier. So, erstmal holen wir uns zwei Angemon. Und mit Angemon gegen Devimon gewinnen, das ist ja schon wie in der Digimon-Staffel. Ja, habe ich halt zwei, aber nun mal ist das so. Brauche ich eigentlich... Ach, machen wir es so, mit der Rakete wird der besiegt, dann ist das nicht mehr so... Nicht mehr so... So halt, ne? Ja, das reicht leider nicht, King. Ja. Ja, überhitzt halt, dann ist halt langsam. Kann ich auch nicht ändern. Verloren, ich muss trainieren. Und du? Dann überreiche ich dir diesen Asuka-Pokal. Yeah! Echt danke, King Divermon. Toll, der Asuka-Pokal. Was kann ich damit machen? Nichts. Nur ich kann sie herstellen. Er ist ein Symbol für den Asuka-Kartenkönig. Ja, das sind wir jetzt wohl Pokémon-Champ. Ein Symbol für den Karten... also... Nee. Wie war das? King der Duellanten oder sowas. Aber gib deine Deckung nicht auf. Nee. Wir sind ja... Klar, ich werde viel stärker. Mit einer Stärke... Ja. Wir werden irgendwann der beste Duellant sein. So. Und dann gibt es ja natürlich noch in Amaterasu... Auf dem Amaterasu-Server diese Kartenspielchen. Aber die werden wir... in einem anderen Part machen. Ich möchte mich auf jeden Fall hier erstmal fürs Einschalten und fürs Zuschauen bedanken. Ich verabschiede mich hiermit. Tschüss! Kinnerts!